Ja, okay, ich habe gesagt, dass ich dich für nachtragend und konfliktscheu halte. Aber du hast mich als egoistisch bezeichnet. Das ist auch nicht nett. Was kann ich denn dafür, dass du nur ein Like bekommen hast? Oh, hallo meine Lieben, entschuldigt bitte, aber Toni ist beleidigt. Ich habe das überhaupt nicht böse gemeint. Aber vielleicht ist das gleich eine gute Gelegenheit, uns mit dem sogenannten Selbstbild und dem Fremdbild zu beschäftigen. Was bedeutet das im Detail? Im Prinzip geht es dabei um Wahrnehmungen. Das Selbstbild ist der Eindruck, den man von sich selbst hat, und das Fremdbild jener Eindruck, den andere von euch haben. Um diese beiden Bilder anzugleichen oder auch einander gegenüberzustellen, könntet ihr eine Liste von einigen Eigenschaften machen. Welche Attribute würdet ihr euch selbst zuordnen? Was sind eure Stärken? Was sind eure Schwächen? Dies gilt für eure inneren Werte, aber auch für euer äußeres Erscheinungsbild. Welche Eigenschaften hat sich denn Toni zugewiesen? Verständnisvoll? Geduldig? Sinnlich? Wirklich sinnlich? Okay, das kann ich nicht beurteilen, aber was steht denn da bei den negativen Eigenschaften? Innere Schwächen. Keine? Toni, das ist nicht Sinn und Zweck der Aufgabe. Aber wie ich sehe, bist du immer noch beleidigt. Für mich sehen deine inneren Schwächen so aus. Wortkarg, nachtragend, konfliktscheu. Aber das willst du ja nicht hören. Okay, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Selbstbild und Fremdbild stimmen nur selten miteinander überein. Schreibt einfach auf, welche Stärken und Schwächen ihr habt, innerlich und äußerlich. Wenn ihr eure Liste fertig ausgefüllt habt, dann fragt eure Familie oder eure Freunde, welchen Eindruck sie von euch haben. Seid aber nicht gleich beleidigt, wenn ihr nicht immer die Antworten bekommt, die ihr gerne gehabt hättet. Es geht nämlich nicht nur darum, äußerlich stärker zu werden, sondern auch innerlich. Denn durch eine belastbare und widerstandsfähige Psyche werdet ihr viel stolzer und unverwundbarer durchs Leben gehen. Übrigens, Toni, du hast sogar eine Verehrerin, die geschrieben hat, dass sie sich in dich verliebt hat. Aber immerhin hast du uns dieses Gehirn hier mitgebracht, womit wir beim Kapitel Anatomie angelangt wären. Dankeschön. Anatomie. Was denkt ihr? Wo sitzt unser Gefühl? Im Herzen? Nein, obwohl es schneller schlägt, wenn wir Angst haben, große Freude empfinden oder verliebt sind. Das schneller schlagende Herz ist nur die Reaktion auf ein Gefühl, das dem limbischen System entspringt. Was ist das limbische System? Wo liegt es? Was macht es? Die vier wichtigsten Komponenten des limbischen Systems liegen ungefähr hier im Inneren des Gehirns. Der Thalamus. Dieser liegt hier im Zwischenhirn. Er sammelt viele Sinneswahrnehmungen der Nervenzellen und filtert die eingehenden Informationen. Wenn etwas wichtig ist, wird es an die entsprechende Hirnregion weitergeleitet. Der Hypothalamus. Unter dem Thalamus liegt der Hypothalamus. Er ist die Schaltzentrale des vegetativen Nervensystems, steuert aber auch die Hormonproduktion und löst Emotionen aus. Der Hippocampus. Dieser befindet sich am Rand des Temporallappens und sieht ein bisschen wie ein Seepferdchen ohne Kopf aus. Daher auch der Name. Griechisch Hippo, Hippo ist Pferd. Campos ist Seeungeheuer. Im Hippocampus werden Erinnerungen abgespeichert. Die Amygdala. Sie wird aufgrund ihres Aussehens auch gerne als Mandelkern bezeichnet. Die Amygdala verbindet Ereignisse vor allem mit Gefühlen der Angst oder der Aggression. Keine Sorge, das Gehirn als solches
werden wir uns in einem anderen Video noch genauer ansehen. Aber bleiben wir mal bei der mandelkerngroßen Amygdala. Sie befindet sich zu beiden Seiten des Gehirns im Schläfenlappen, also im Lobus temporalis. Die Amygdala spielt bei all unseren Empfindungen eine große Rolle und verarbeitet Impulse und Eindrücke, die von außen kommen. Was bedeutet das aber nun im Klartext? Wenn Toni beleidigt ist, dann hat er gehört, dass ich ihn für nachtragend halte. Dies haben seine Ohren natürlich sofort ans Gehirn weitergeleitet. Der Thalamus hat entschieden, dass diese Information wichtig ist. Im Erinnerungszentrum des Hippocampus ist das Wort nachtragend als Beleidigung abgespeichert. Diese Tatsache erreicht auch die Amygdala, die diesen Begriff als negative Empfindung einordnet. Der Hypothalamus bekommt somit vom Thalamus grünes Licht und schüttet die entsprechenden Hormone aus. Diese lassen nun Tonis Aggressionsspiegel ansteigen. Die Folge: Er sitzt nun halb wütend, halb beleidigt da und kehrt mir immer noch den Rücken zu. Das limbische System reagiert also auf äußere Ereignisse mit inneren Stimmungen. Wie bitte? Was ist das? Deine schriftliche Entschuldigung? Natürlich keine Entschuldigung, sondern eine Erinnerung. Aber okay, stimmt. Ich wollte euch noch eine kleine Kräftigungsübung für eure Arme zeigen. Ihr braucht keine Hanteln oder Geräte, sondern nur euren eigenen Körper. Diese Übung wird euch meine Mama zeigen. Sie ist 81 Jahre und wenn meine Mama das kann, dann könnt ihr das auch. Die Beine sollten hüftbreit sein. Versucht einen sicheren Stand zu haben, damit ihr nicht wegrutscht. Richtet das Becken nach innen, Schultern nach außen und stützt euch mit festem Griff ab. Winkelt die Ellenbogen ab, ohne sie komplett durchzudrücken. Der Rücken sollte möglichst gerade sein, damit euer Körper eine schöne Linie bildet. Atmet beim Hinunterdrücken aus und beim Hinaufdrücken wieder ein. Ihr könnt dieses Armtraining mehrmals am Tag machen. Einfach mal zwischendurch. Egal wie oft, wo und zu welcher Tageszeit. Hauptsache, ihr vergesst nicht, die Übung regelmäßig durchzuführen. Ah, vielleicht noch ein interessantes Detail am Rande. Der Hypothalamus besteht aus verschiedenen Kernen, den sogenannten Nuclei. Aber die faszinierende Sache kommt jetzt. Man fand heraus, dass beispielsweise einer dieser Kerne, nämlich der Nucleus ventromedialis, das Sättigungsgefühl regelt. Wenn dieser Kern jedoch nicht richtig funktioniert, kann es passieren, dass man sich buchstäblich überfrisst, da das Sättigungsgefühl nicht mehr eintritt. Eine Störung des limbischen Systems kann aber auch schwere Krankheiten zur Folge haben, wie etwa Autismus, Alzheimer, Depressionen oder eine bipolare Dysfunktion. In jedem Fall hängen aber Körper, Geist und Seele untrennbar miteinander zusammen und sollten immer als Einheit betrachtet werden. Ich hoffe somit, dass ich eure Amygdala nicht gleich in Angst und Schrecken versetze, wenn ich euch sage, dass ihr bei jeder Art der physischen, aber auch psychischen Veränderung sehr viel Disziplin und Ausdauer braucht. So, und jetzt noch ein Wort zu uns beiden. Wir haben gesagt, dass wir ehrlich zueinander sind, oder? Was ist das? Für mich? Oh, danke. Also, es tut mir leid, dass ich dich für nachtragend und konfliktscheu gehalten habe. Aber es war wirklich nicht böse gemeint. Du benimmst dich aber auch immer so knöchern und kalt. Vielleicht solltest du noch etwas an deinem Lächeln arbeiten. Kein Wunder, dass du keine Likes auf Facebook bekommst. Aber schau, die Nachricht deiner Verehrerin ist doch süß, oder? Sie schreibt: